Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Erzählt mal, wie war euer Tag? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, soweit ist alles in Ordnung bei euch. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich. Die Sonne scheint, Köln lacht. Ich weiß nicht, die Leute sind alle so viel freundlicher, sobald die Sonne scheint. Ich genieße das total und ja, dann geht man mit einem Lächeln durch die Welt. Das ist doch schön. Ich hoffe, die Sonne bleibt auch noch ein bisschen. Ansonsten habe ich zum ersten Mal die Kerze von meiner besten Freundin angemacht. Die habe ich geschenkt bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr was Besonderes geschenkt bekommt, dass man es dann einfach nicht anbrechen möchte. Egal, ob jetzt eine schöne, teure Duftkerze oder ein Wein oder keine Ahnung, die besondere Badekugel, was auch immer. Man denkt dann ja, boah, das muss ich mir bis zu einem besonderen Tag aufheben. Und meistens, wenn man dann irgendwann diesen besonderen Tag endlich erreicht hat, ist die Badekugel schon um oder der Wein schmeckt nicht mehr oder die Kerze brennt gar nicht mehr so gut. Und deswegen ist das jetzt mein Appell an euch, die Dinge einfach zu machen. Jeder Tag ist ein besonderer Tag. Warum sollten wir so lange darauf warten, uns etwas zu gönnen? Gönnt euch heute. Das könnt ihr auf meine Wahlplakate schreiben. Gönnt euch heute. Wählt mich. Dann kriegt ihr nicht nur gesetzlich festgelegte Mittagsschlafeinheiten, sondern ihr seid auch dazu verpflichtet, euch regelmäßig etwas Schönes zu gönnen. So viel zum Wort am Mittwoch. Jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns in den neuen Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Erin Havelin wächst in Tennessee auf. Diejenigen, die sie kennen, beschreiben sie als schüchternes, aber sehr freundliches und einfach liebes Mädchen. Erin hat ein ganz besonderes Talent. Sie kann Pferden zuflüstern. Eine ihrer Freundinnen sagt, wenn ich an Erin im Umgang mit Pferden denke, ist sie sehr selbstbewusst. Sie weiß genau, was sie will und was sie tun wird. Aber im Umgang mit Menschen war sie viel sanfter, viel ruhiger und gelassener. Erin hat also einen unglaublichen Draht zu diesen Tieren. Sie ist da selbstbewusst, sie ist da bestimmt und schafft es sogar, die Pferde zu zähmen, bei denen alle anderen bereits aufgegeben haben. Ihren zukünftigen Ehemann John Corwin lernt sie in der 5. Klasse ganz klischeehaft dann auch in einem Pferdestall kennen. Sie freunden sich an, aber bleiben jahrelang einfach nur da. Freunde. An Erins 16. Geburtstag ist es dann aber soweit. Ganz altmodisch geht John zu Erins Eltern und fragt diese, ob er die Tochter ausführen darf. Die Eltern sind regelrecht entzückt. Sie lieben John über alles. Der ist sowieso schon Teil der Familie, weil die beiden schon so lange befreundet sind. Und so haben die beiden dann ihr erstes Date. Kurz darauf werden sie ein Paar und alles, was hier passiert, ist sehr konservativ. Also die leben in einer sehr konservativen Bubble, sind das amerikanische Traumpärchen, also gehen da zu Prom zusammen und hängen immer wieder bei den Pferden ab. Und alles passiert sehr gesittet und sehr geordnet. So macht John Erin dann einen Antrag, als sie 18 Jahre alt ist. Er ist übrigens ein Jahr älter. Und hier so nach deutschem Durchschnitt kommt einem das ja sehr früh vor. Ich glaube, wir haben mal zusammen gegoogelt, wann die meisten Deutschen heiraten. Habe ich vergessen, also googeln wir nochmal. Wann heiraten Deutsche? Na, was glaubt ihr? Krass! Ja, das hat sich total gewandelt. Also in den 70er Jahren waren die Männer im Durchschnitt 25 und die Frauen 23. Mittlerweile sind die Männer im Durchschnitt 34, also fast 10 Jahre älter, und die Frauen 31. Krass, wie sich das verändert hat über die Jahre. Seid ihr verheiratet? Und wenn ja, wie alt seid ihr? Und wie alt wart ihr bei der Hochzeit? Ja, wir Deutschen, wir heiraten anscheinend alle mit Anfang 30 und deswegen kommt uns 18 natürlich sehr, sehr früh vor. Aber wie gesagt, in dieser konservativen Ecke Amerikas ist das gar nicht ungewöhnlich. Und John geht dann auch noch zum Militär, also genauer gesagt zur United States Marine. Und auch da ist es total normal, dass die ganzen Soldaten schon früh verheiratet sind. Um das Klischee noch etwas auf die Spitze zu treiben, verloben die beiden sich auch noch in Las Vegas. Kurz darauf beginnt ihr gemeinsames Leben als Ehepaar in 29 Palms. Das ist der Ort, an dem John stationiert ist. Und diese Militärgelände sind auch eine Welt für sich. Dort leben dann die Soldaten mit ihren Familien und es ist ganz normal, dass die Frauen dann zu Hause bleiben, auf die Kinder aufpassen, den Haushalt schmeißen und die Männer im Einsatz sind oder im Training sind oder was Soldaten halt so machen. Und oft findet man auch alles, was man für den Alltag braucht, in diesen Stationen. Also da gibt es meistens dann einen Supermarkt, Angebote für die Kinder und auch die Familien unter sich sind immer vernetzt miteinander und hängen viel miteinander ab. So finden Erin und John schon bald Freunde in 29 Palms. Unter anderem die kleine Familie Chris und
Nicole Lee mit ihrer 6-jährigen Tochter Liberty. Die wohnen direkt nebenan. Die Frauen verstehen sich auf Anhieb. Man teilt ja auch gewissermaßen dasselbe Schicksal. Die Männer arbeiten in ähnlichen Berufen. Die Frauen sind häufig dann zu Hause, häufig dann vielleicht auch ein bisschen alleine, wenn der Mann unterwegs ist. Und deswegen hat man einfach Gemeinsamkeiten, freut sich, mit jemandem darüber reden zu können. Und Erin und Nicole sind deswegen bald schon Best Buddies. Gemeinsam kochen sie, tratschen. Nicole liebt die kleine Tochter, Liberty. Häufig passt sie auch auf das Kind auf. Und so entsteht eine Freundschaft. Die Freundschaft funktioniert auch als Pärchending, denn wenn John und Chris frei haben, sind sie dabei. Dann wird gegrillt, dann machen die vier einen Filmeabend und quatschen miteinander. Hinter verschlossenen Türen stapeln sich aber langsam die Probleme. Probleme zwischen John und Erin, die die beiden anscheinend nicht so wirklich in den Griff bekommen. Immer häufiger streitet sich das Ehepaar. Das größte Thema hier sind die Finanzen. John hat noch keinen wirklich hohen Rang bei der Marine und verdient deswegen nicht so viel. Und Erin arbeitet ja gar nicht. Also manchmal übernimmt sie den einen oder anderen kleinen Job. Mal geht sie zum Beispiel babysitten. Aber das Geld reicht vorne und hinten nicht. Dazu kommt, dass die beiden auch einfach noch sehr, sehr jung sind und die ein oder andere finanzielle Entscheidung getroffen haben, die sie vielleicht in 5 Jahren nicht mehr so getroffen hätten. So haben sich die beiden zum Beispiel direkt teure Autos gekauft, jeder eins, anstatt vielleicht erstmal ein bisschen zu sparen und mit einem kleinen Auto anzufangen. Wir haben zum Beispiel ein Auto, das heißt Trudy. Das ist so eine silberne Kiste. Ich kann euch nicht mal sagen, welche Marke das Auto ist. Irgendwas Altes, aber die Trudy, die fährt wie eine 1. Wir sagen immer, die ist eine kleine Rennsau, mit der kann man richtig schön beschleunigen, aber immer vorsichtig natürlich. Aber das ist kein krasses Auto. Man kommt von A nach B und gerade wenn man jung ist, ist das doch das Allerwichtigste. Aber die beiden haben das so ein bisschen aus den Augen verloren und haben nun eben mit den Konsequenzen zu kämpfen, nämlich mit finanziellen Problemen. Hätten sie sich mal eine Trudy gekauft? Irgendwann erreicht das Ehepaar aber eine Nachricht, die die ganzen Diskussionen erstmal einstellt. Erin ist nämlich schwanger. Sie ist überglücklich, ihr Leben hat jetzt einen neuen Sinn, sie hat etwas, worauf sie sich fokussieren kann und die beiden hoffen, dass ein Kind die Ehe vielleicht retten würde. Weil das ja immer so super klappt, ne? Ich will nicht gemein sein. Auf jeden Fall postet Erin dann überall auf Facebook so blau-rosa Posts, erzählt allen von ihrer Schwangerschaft, ruft die Verwandten an und ist überglücklich. Doch dann kommt es zu einem Schicksalsschlag, denn Erin verliert das Baby. Wenige Wochen später erleidet sie eine Fehlgeburt. Und das an sich ist ja absolut traumatisierend und schrecklich, das zu erleben. Aber dann kommt eben dazu, dass alle Bescheid wissen, dass jeder andauernd nach dem Baby fragt, wie es dem Baby geht, wie es mit der Schwangerschaft ist und sie immer wieder von vorne über diesen Verlust sprechen muss. Und wie ihr euch vorstellen könnt, belastet das die Ehe zusätzlich. Erin zieht sich gesellschaftlich völlig zurück. Sie will erstmal mit niemandem mehr was zu tun haben, will ihren Verlust alleine irgendwie verarbeiten und distanziert sich dabei auch emotional von ihrem Mann. Er ist wohl auch so ein bisschen unbeholfen, weiß nicht so richtig, wie er Erin trösten kann, was er für sie tun kann und entscheidet sich deswegen dazu, gar nichts zu tun. Und so entsteht zwischen dem Paar eine Stille. Keiner möchte über den Elefanten im Raum sprechen. Es gibt aber jemanden, der bereit ist, Erin eine Schulter zu bieten und mit ihr über ihren Schmerz zu sprechen. Das ist der Nachbar, Chris Lee, der von gegenüber, mit dem die beiden häufig mal die Pärchenabende hatten. Bei den Filmabenden beobachtet Chris Erin immer wieder und er bemerkt, dass sie anders ist, dass sie einen Schmerz in ihrem Gesicht trägt und traurig aussieht und irgendwann spricht er sie darauf an. Erin ist froh, jemanden zu haben, dem sie ihr Herz ausschütten kann und tut es sofort. Sie erzählt ihm alles und offenbart ihm dabei ihr Innerstes. Beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander, vor allen Dingen dann, wenn ihre Ehepartner nicht anwesend sind. Aber wer ist dieser Chris überhaupt? Zu dem Zeitpunkt, als Chris auf Erin trifft, ist er 25 Jahre alt. Und wie gesagt, lebt er mit seiner Frau Nicole und seiner Tochter Liberty zusammen auch auf diesem Militärsgelände. Anfangs scheint Chris gut zu der Marine zu passen. Es wirkt so, als würde diesem jungen Mann eine wahnsinnige Karriere bevorstehen. Irgendwann fällt den anderen Marines aber auf, dass Chris sich ganz besonders für Waffen interessiert.
So erinnert sich einer seiner Kollegen, mindestens einmal wurde er von einem befehlshabenden Offizier zurechtgewiesen, weil er die Gewehre und Raketenwerfer wie Spielzeug benutzte. Mit der Zeit erwarb sich Chris den Ruf, unüberlegt und rücksichtslos zu sein. Also den guten Ruf, den er da am Anfang hatte, den verliert er bald schon. Berichten zufolge leidet Chris auch sehr nach seiner Rückkehr von einem Einsatz in Afghanistan. Er hatte mit den Erinnerungen an diesen Einsatz zu kämpfen, konnte nicht schlafen und litt unter Depression. Trotzdem wollte er seinen Job nie aufgeben. Obwohl er mental völlig mitgenommen war, gerade von diesem Job wollte er auf gar keinen Fall seine Arbeit bei der Marine aufgeben. Aber er wünscht sich, zu einer anderen Station versetzt zu werden. Oft ist das ja auch so, dass man das Gefühl hat, wenn man den Ort wechselt, dass man dann die schlechten Erinnerungen, die Depression, was auch immer, an dem alten Ort zurücklassen kann. Und manchmal klappt das sogar. So viel auf jeden Fall erstmal zu Chris. Nun ist es Februar 2014, ein Sonntagabend, und wie so oft treffen sich Nicole, Chris, Aaron und John zusammen, um Filme zu gucken. An diesem Abend wird eine Folge The Walking Dead gespielt, aber Aaron ist das Ganze zu gruselig. Sie hält das nicht wirklich aus und geht in ein Nachbarzimmer, um dort Videospiele zu spielen. Und Chris folgt ihr. So sitzen also die beiden Ehepartner dann im Wohnzimmer, gucken The Walking Dead, und Chris und Aaron sitzen im Nachbarzimmer. Und da quatschen sie dann, kommen sich näher, schauen sich an und küssen sich. Und Zitat, obwohl es nur ein paar Sekunden dauerte, veränderte dieser Kuss alles. Es war der Beginn einer Affäre. Denn diese Zuneigung zwischen Chris und Aaron, die vorher niemand angesprochen hatte, war auf einmal offensichtlich. Die beiden wussten, woran sie waren, dass sie sich gegenseitig sehr, sehr gerne mochten. Und in dieser Sekunde hat die Affäre begonnen. Sehr schnell wird es sehr intensiv zwischen den beiden. Schon bald reden sie davon, ihre Ehepartner zu verlassen, zusammen durchzubrennen. Und Chris sagt immer wieder, dass Aaron ja so eine gute Stiefmutter für seine Tochter Liberty sei. Wir erinnern uns, dass Aaron hin und wieder mal als Babysitterin für Chris und Nicole gearbeitet hat. Doch wie das manchmal so ist, wenn viele Gefühle gleichzeitig auftreten und immer intensiver werden, beginnen die Emotionen manchmal zu entgleisen. Es war wie ein Rausch zwischen den beiden. Und obwohl sie immer versuchten, das Ganze versteckt zu halten, gab es schon bald die ersten Gerüchte. Isabel Megley, die Besitzerin einer Ranch in der Gegend war, war die erste, die etwas vermutete. Sie erinnert sich daran, die beiden einmal zusammen erlebt zu haben. Sie lachten und unterhielten sich über irgendwas am Computer. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Es war wie ein Kind im Süßwarenladen. Also sie merkt, dass die beiden da total verliebt waren. Die haben rumgekichert, rumgealbert, wie das eben so ist, wenn man total verliebt ist. Und so wendet sich diese Isabel an Nicole und sagt, du, ich habe deinen Mann mit dieser Aaron gesehen und die beiden mögen sich sehr, sehr gerne. Doch Nicole tut Isabels Befürchtung alle mit einem Achselzucken ab. Sie erklärt der Ranchbesitzerin, dass die beiden einfach enge Freunde seien und ein gutes Band miteinander hätten und man müsse sich keine Sorgen machen. Denn etwas, was Chris und Aaron immer zu ihrer Verteidigung sagen konnten, war, dass sie diese Depression, die mentalen Schwierigkeiten, dass es das war, was sie zusammengebracht hat und was sie zusammenhielt. Denn Aaron hatte ja mit ihrer Fehlgeburt zu kämpfen, Chris mit den Erinnerungen an Afghanistan und so konnten die beiden ihre Beziehung nach außen hin verteidigen. Und sicherlich war das auch ein wichtiger Bestandteil dieser Beziehung, dass man sich da gegenseitig eine Stütze war. Isabels Verdacht bestätigt sich aber wenig später schon. Nicole kommt zu ihr auf die Ranch und sagt, du hattest recht, ich glaube, mein Mann hat eine Affäre. Nicole erzählt, dass sie durch das Handy von Chris durchgegangen ist. Und ich weiß, man macht das nicht und das sollte auch wirklich niemand tun, aber ich kann verstehen, dass wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, da ist was im Busch und ich werde hier angelogen, dass man auf die Suche geht. Ich will es nicht rechtfertigen, aber ich kann es schon verstehen. Was denkt ihr? Es ist ein No-Go, man sollte nicht, nein, Privatsphäre und so, wichtig auf jeden Fall. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, ich werde die ganze Zeit angelogen und betrogen? Naja, auf jeden Fall hat sie in einer unbeobachteten Sekunde Chris' Handy einmal durchgecheckt und ist prompt auf die Nachrichten mit Aaron getroffen. In diesen Nachrichten stehen Sachen wie, du bist so wunderschön und ich habe mich in dich verliebt. Boah, ich glaube, das tut so weh, wenn du solche Nachrichten auf dem Handy deines Ehemannes findest. Ich kann mir nur vorstellen, dass das so ein Schmerz in der Magengrube sein muss und Nicole ist total ausgerastet.
Die beiden haben die ganze Nacht lang geschrien und gestritten und sie hat Chris damit konfrontiert und sagt, wie kannst du mir das antun? Wir haben eine Tochter zusammen, wir haben hier alles zusammen aufgebaut und wer ist schon diese Erin? Ja, ihr könnt es euch vorstellen, big drama. Nachdem sie Chris stundenlang da konfrontiert hat, geht sie dann rüber zu John und erzählt auch ihm davon, was die Ehepartner da so miteinander treiben. John sagt, das war wie eine Bombe. Es war für mich weltbewegend. Erin, die auch anwesend ist, versucht sich irgendwann aus der Situation zu winden und schnell abzuhauen. Aber Nicole stellt sich ihr in den Weg. Sie packt Erin ins Gesicht und drückt ihre Finger in Erins Haut. Dabei schreit sie, wenn du jemals wieder etwas mit meinem Mann zu tun hast, bringe ich dich persönlich um. John hingegen ist zwar auch verletzt, aber fest entschlossen, seine Ehe zu retten. Und Erin versichert ihm, dass die Affäre vorbei sei und dass er ihr vertrauen könne und dass sie es nochmal miteinander versuchen sollten. Außerdem erzählt sie, dass Chris ja bald versetzt werden würde. Er soll bald nach Alaska ziehen und dann wäre die Familie Lee sowieso weg vom Radar und John und Erin könnten ganz neu beginnen. Für John klingt das alles plausibel. Er will es wie gesagt versuchen, doch ein paar Wochen später beginnen Erin und Chris die Affäre erneut. Kurz darauf erfährt Erin, dass sie schwanger ist. Und so sehr sie sich auch darüber freut, dass es diesmal vielleicht klappen könnte, so ist sie sich auch unsicher, denn sie weiß nicht, wer der Vater ist. In der folgenden Woche, am 28. Juni, plant Chris mit einem Freund, mit Connor, einen Ausflug in den Joshua Tree Park. Dort möchte er mit seinem Freund Kojoten jagen und nimmt dafür sein 22er Winchester Gewehr mit. Der Connor sagt ab, er hat keine Zeit, Freunde übernachten bei ihm und so fährt Chris dann alleine. Er hat auch seinen Propantank dabei, den er mit Benzin und seinem Gewehr in einem der vielen verlassenen Minenschächte dieses Parks dann zum Explodieren bringen will. Ja, weiß ich nicht, ob das so erlaubt ist. Diesen Tank hat er sich kurz vorher bei der Ranchbesitzerin ausgeliehen. Zufälligerweise wollte auch Erin an eben diesem Tag in diesen Park fahren. Sie sagt zu John, sie würde Plätze und schöne Orte für einen bevorstehenden Besuch ihrer Mutter auskundschaften. Sie möchte sich da einfach mal umsehen, wo sie dann mit ihrer Mutter wandern gehen kann. Und John sagt, okay. Viel Spaß. Und so küsst Erin John dann zum letzten Mal um 7.30 Uhr morgens, sagt ihm, dass sie ihn liebt, setzt sich ins Auto und fährt los. Zurückkehren wird sie nicht. Sie antwortet auch auf keine ihrer SMS und auch die Anrufe landen sofort auf der Mailbox. John erzählt später, dass er so gestresst und besorgt war. Er hat seine Frau an diesem Tag über 50 Mal angerufen, in der Hoffnung, sie würde irgendwann endlich annehmen. Am nächsten Morgen meldet er sie dann als vermisst. Die erste Vermutung von John und Erins Familie ist, dass Erin sich in diesem riesigen Park möglicherweise verlaufen hat. Teilweise ist er nicht besonders gut ausgeschildert und Erin war ja noch sehr jung und so ein bisschen orientierungslos, also grundsätzlich orientierungslos. Und die Vermutung, dass sie dann irgendwie nicht zum Auto gefunden hat oder so, liegt ja nicht sonderlich fern. Doch als die Ermittler dann mit der Suche nach Erin beginnen, stoßen sie sehr, sehr schnell schon auf Hinweise, dass die Affäre zwischen ihr und Chris sehr wohl noch aktiv war. Und das musste John dann von der Polizei erfahren, dass seine Frau immer noch, ne, da zweigleisig unterwegs war. Als Erins Auto einige Tage später dann verlassen im Park aufgefunden wird, ahnen die Ermittler das Allerschlimmste. Nach Erins Verschwinden hat die Polizei nun zwei schwierige Aufgaben, von denen die eine komplizierter ist als die andere. Das Sammeln von Beweisen und die Verfolgung eines wahrscheinlichen Mörders ist hierbei noch die leichteste Aufgabe. Das größte Problem bei der Ermittlung ist aber, dass man Erins Körper nicht gefunden hat. Und salopp sagt man ja, ohne Leiche keinen Fall oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall schwer, weiterzukommen, wenn du nicht mal den Beweis hast, dass sie wirklich tot ist. John kann sehr schnell als Tatverdächtiger ausgeschlossen werden. Es ist ja so, dass der Partner meistens als erstes ins Visier der Ermittlungen gerät, weil es halt auch häufig der Partner dann ist, aber John ist es nicht. Stattdessen interessiert sich die Polizei nun für Chris und Nicole Lee. Die Beweise dafür stapeln sich immer weiter. Bevor Erin verschwand, hatte sie noch einer Freundin geschrieben,
geschrieben. Sie hat ihr davon erzählt, dass sie ein Leben mit Chris planen würde und dass sie sich nun mit ihm im Park treffen würde. Zitat: Anscheinend ist dieser Überraschungsausflug super wichtig und ich habe ihn endlich dazu gebracht, mir zu sagen, dass er im Nationalpark stattfindet. Das hatte Erin am 25. Juni 2014 geschrieben. Sie sagt, sie sei ahnungslos, was die Überraschung sein könnte, aber als ihre Freundin einen Ring-Emoji schickt, also ne, so ein Verlobungsring, gibt Erin zu, dass sie sich über die Möglichkeit eines Antrags freut. Dieser Tag kann nicht schnell genug kommen, schreibt sie. Ist Erin in den Park gefahren, um Chris zu treffen? Hat sie gedacht, er würde ihr dort einen Antrag machen? Und hat er sie stattdessen dann überrumpelt und getötet? Chris sagt, Erin sei eine flüchtige Bekannte gewesen. Das ist natürlich nicht so richtig clever, weil alle im Ort wussten, dass die Paare doll miteinander befreundet waren, sich häufig trafen und viele wussten auch schon von der Affäre. Das war kein Geheimnis mehr. So muss Chris dann wenig später die Affäre auch zugeben, weil es einfach zu viele Beweise gibt. Sagt dann aber, er sei zufällig auch im Nationalpark gewesen, um Kojoten zu schießen. Ein paar Mal habe er dabei dann mit seinem Gewehr auf Felsen geschossen. Einer der Ermittler erinnert sich, es war einfach eine sehr ungewöhnliche, wilde Geschichte, die er mir da erzählte. Chris wird immer wieder beim Lügen erwischt. Die Affäre sei harmlos gewesen, nicht mehr als ein paar Küsschen, erzählt er. Doch seinen Geschichten wird nicht wirklich Glauben geschenkt. Auch die Rolle von Nicole ist hier so ein bisschen unklar. Sie wirkt auf die Polizei gereizt und aggressiv. Aber das große Problem ist ja, dass Erin nirgendwo auftaucht und ohne feste Beweise können sie niemanden verhaften. Dieser Nationalpark ist riesengroß. Es ist heiß, es ist schwer, dort jemanden zu finden. Es gibt unglaublich viele Schluchten und Minen. Es ist ein wildes und chaotisches Terrain. Die Suche nach Erins Körper erstreckt sich über 1200 Quadratmeilen in der Wildnis und umfasst 6 verschiedene Strafverfolgungsbehörden und hunderte von Freiwilligen, die dort durch die Hitze warten, um Erin zu finden. Die Suche geht mehrere Wochen lang ohne einen einzigen Hinweis. Die Behörden müssen dann am 16. August die schwere Entscheidung treffen, dass diese Suche beendet wird. Wohl wissend, dass Erin höchstwahrscheinlich irgendwo da draußen liegt. Zu diesem Zeitpunkt erinnert sich Isabel, die Ranchbesitzerin, plötzlich an ein Foto, welches Chris ihr mal gezeigt hatte. Auf diesem Foto waren Minenschächte zu sehen. Isabel erinnert sich daran, dass Chris ihr ja gesagt hatte, dass er diesen Benzintank braucht, um die Minenschächte in die Luft zu jagen. Dass er da total Bock drauf hätte, das abzufackeln alles. Und diese Information gibt sie nun an die Polizei weiter. Die Polizei wiederum zeigt diese Bilder einem Minenexperten und der kann praktisch sofort sagen, um welche exakte Mine es sich bei diesem Bild handelt. Und so wird ein letzter Versuch gestartet. Ihr müsst euch überlegen, die sind etlichen Spuren nachgegangen. Höchstwahrscheinlich hatte keiner mehr Lust, da nochmal loszufahren und keiner hatte Hoffnung. Und ein Team macht sich dann doch auf, um diese Mine zu kontrollieren. Sie versuchen, in den verlassenen Minenschächten Erin zu finden. Sie fangen morgens um 3 mit der Suche an und arbeiten sich dann den ganzen Tag über fort. Denn zur Mittagszeit wird es wieder super heiß und sie hoffen dann bis dahin die meiste Fläche schon durchforstet zu haben. Einer aus dem Team bemerkt dann irgendwann einen stechenden Benzingeruch. Sie folgen diesem Geruch und stoßen tatsächlich in einer der letzten Minen auf Erins Körper. Erin ist mit einem selbstgebastelten Strick erstickt worden und dann 130 Meter tief kopfüber in den Minenschacht fallen gelassen worden. Bei der Leiche wird dann auch noch ein Propangastank gefunden, wahrscheinlich der von Isabel, der Teil eines erfolglosen Versuchs war, Erins Leiche zu verbrennen. Um diesen Tank, der dort auf dem Boden liegt, herum waren dann überall Einschusslöcher. Der Schütze war aber nicht gut genug, um den Tank zu treffen, denn er hat wohl versucht, auf den Tank zu schießen. Tank explodiert, Leiche verbrennt, Beweise sind weg. Hat aber nicht geklappt. Und auch ein Marineshirt wird bei Erins Körper gefunden. Es wird ins Labor geschickt und siehe da, es ist voll von DNA-Spuren von Chris Lee. Das waren dann endlich genug Beweise, um ihn verhaften zu können. Zu diesem Zeitpunkt, wo all das zusammenkommt, ist Chris bereits mit seiner Familie nach Alaska gezogen. Allerdings hat dieser Mann es nicht geschafft, in dieser Zeit, in der geraumen Zeit, die Beweisstücke vollends zu vernichten.
Also es wurde ihm ja schon leicht gemacht. So wird in seinem Auto ein ungewöhnlicher, selbstgeknoteter Strick gefunden. Außerdem hatte er bei Google recherchiert, wie man eine Leiche entsorgt. Es ist doch einfach Klischee, oder? Ich dachte immer, das macht doch keiner wirklich, bei Google zu recherchieren. Aber ja. Chris wird sofort wegen Mord ersten Grades verhaftet, wobei der besondere Zustand des auf der Lauer Liegens hinzukommt. Bereits Tage vor dem Treffen zwischen Aaron und Chris hatte er ihr versprochen, sie würde eine Überraschung von ihm bekommen. Er hatte Andeutungen gemacht, hat Aaron glauben lassen, es könne vielleicht ein Heiratsantrag sein, so dass sie mit voller Hoffnung an diesem Tag losgefahren ist, nur um auf einen voll bewaffneten Chris zu treffen, der nur darauf wartete, sie zu töten. Chris' Prozess beginnt im Oktober 2016, 2 Jahre später, und die Staatsanwaltschaft hat keine Probleme damit, Chris' Neigung zu Waffen zu beweisen. Die Verteidigung hingegen kann nicht viel anbringen. Sie präsentieren auch nur einen einzigen Zeugen. Es ist Chris. Er tritt zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand und liefert eine verzweifelte und zweifelhafte Geschichte. Er gesteht in einer plötzlichen Wendung seine Tat und den Mord an Aaron. Aber er erzählt Folgendes. Eines Abends, nachdem seine Frau ihre gemeinsame Tochter Liberty gebadet hatte, so Chris vor Gericht, stellte Nicole fest, dass der Schritt ihrer Tochter rot und gereizt war. Nicole beschuldigte Aaron, diesen verdächtigen Ausschlag irgendwie verursacht zu haben. Während seine Frau und er sich anscheinend dann darüber unterhielten, kommt Chris der Gedanke, dass Aaron zu sehr an dem kleinen Mädchen hing. Er behauptet, er habe sie in diesem Park dann damit konfrontiert. So sagt er, er habe sie gefragt, hast du Liberty angefasst? Hast du meine Tochter belästigt? Und Aaron soll gesagt haben, ja, aber, und das war das Letzte, sagt Chris, was ich sie je sagen hörte. In diesem Moment, so erzählt er, habe er die Kontrolle verloren und sie mit dem bereits gebastelten Strick dann erwürgt und es sei einfach so passiert. Es war höchstwahrscheinlich ein Versuch, wegen Totschlages und nicht Mordes angeklagt zu werden, doch keiner kauft ihm diese Geschichte ab. Aaron war so liebevoll mit dem Kleinkind. Sie hat Liberty wirklich geliebt, sehr, sehr gerne gehabt und sich fürsorglich um sie gekümmert. Und es ist so unfair, so etwas über jemanden zu behaupten, der sich nicht mehr dagegen wehren kann, weil man ihn umgebracht hat. Die Geschworenen sind sich einig, dass das einfach ein verzweifelter Versuch von Chris war. Sie glauben vielmehr, dass er Panik bekommen hat, weil Aaron schwanger war und weil die Möglichkeit bestand, dass dieses Kind seines ist. Das Tragische ist übrigens, dass die Untersuchungen höchstwahrscheinlich bestätigt haben, dass Aaron nie schwanger war. Es ist sehr, sehr schwer, hier eine hundertprozentige Aussage zu treffen, weil ihr Körper bereits verwest war. Aber viele Untersuchungen haben darauf hingedeutet, dass sie gar nicht schwanger war und möglicherweise das erzählt hat, um die Beziehung mit Chris auf ein ernsteres Level zu bringen oder ja, um ihm deutlich zu machen, dass sie jetzt eine Zukunft mit ihm haben möchte. Warum auch immer, ich möchte nicht über Aaron spekulieren und über das, was sie sich wohl dabei gedacht hat. Aber wie gesagt, war sie höchstwahrscheinlich nicht einmal schwanger. Die Geschworenen befinden Chris Lee des Mordes ersten Grades unter besonderen Umständen für schuldig. Sie haben gerade mal 15 Minuten gebraucht, um zu diesem Urteil zu kommen. Er wird zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Einmal versucht er, Berufung einzulegen, das wird aber sehr schnell abgetan. Im Urteil des Berufungsgerichts heißt es, der Angeklagte behauptet, dass die Geschworenen, wenn sie umfassender belehrt worden wären, zu dem Schluss hätten kommen können, dass er die Tötung nicht vorsätzlich begangen hat und ihn wegen Mordes zweiten Grades und nicht wegen Mordes ersten Grades verurteilt hätten. Wir sind anderer Meinung und bestätigen das Urteil. Heißt, Chris, du hast keine Chance, es ist und bleibt Mord ersten Grades. Aarons Familie, die sehr unter diesem Verlust gelitten haben, versuchen nun, sich an die guten Zeiten mit Aaron zu erinnern und die Wut auf den Mörder hinter sich zu lassen. Ihre Mutter sagt, ich habe beschlossen, mich zu weigern, verbittert und wütend zu sein. Er hat mir schon genug genommen. Wenn ich verbittert und wütend bin, nimmt er mir meinen Verstand, meine Seele und mein Herz. Und das werde ich ihm nicht geben. Boah. Ich weiß nicht, ich habe so viele Gedanken zu diesem Fall im Kopf. Man darf bei all dem nicht vergessen, dass Aaron noch so, so jung war. Sie war ein Teenager. Vielleicht war das alles zu schnell. Vielleicht war die Hochzeit zu früh. Es gibt Paare, bei denen das ja funktioniert, die dann ein Leben lang zusammenbleiben. Aber
Es gibt auch viele Menschen, die sich eigentlich noch was ausprobieren sollten. Und vielleicht war Erin einer dieser Menschen, für die das alles zu schnell kam mit dem Hausfrau sein, auf den Mann warten, dass er von der Arbeit kommt, eine Ehefrau sein. Dann hat sie ihr Kind verloren. Es ist so viel passiert und das tut mir so unendlich leid für Erin. Und dass Chris dann versucht hat, ihr auch noch etwas anzuhängen, nachdem er sie auf brutale und hinterhältige Art und Weise umgebracht hat, das ist das Allerletzte. Ich halte mich ja normalerweise mit meinen Urteilen zurück und versuche hier immer alle Seiten zu beleuchten, aber dafür habe ich kein Verständnis. Das finde ich einfach nur schrecklich und ich hoffe, dass Erins Mutter bei ihren Worten bleiben kann, dass sie es schafft, diesem Mörder nicht ihren Verstand, ihre Seele und ihr Herz zu geben. Das finde ich sehr, sehr weise Worte und euch wünsche ich einen wunderschönen Abend. Passt immer gut auf euch auf, bleibt mir gesund, bleibt froh und munter und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder hören. Wie auch immer. Bis dann.